Herzlich willkommen zurück zu Bramble the Mountain King. Na gut, schließen wir mal auf. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, ich kann wirklich nur hoffen, dass ich den ganzen Kram mit dem Schleichen vorbei habe, weil das mochte ich jetzt so gar nicht. Hier ist die Kerze, die quasi schon angedeutet wurde. Links kann man nichts mehr machen. Okay. Hallo, guten Tag. Haben Sie noch ein Zimmer für mich frei? Aber muss ich immer zu den Leichen rüber? Ah, sehr schön. Dear Diary, I am so in love with him. I cannot even describe it. It feels like he loves me too. Our village still tries to heal its wounds from the dark days. But at least me and my love survived and have each other. After the horrible witch hunt, we thought we were safe. We thought we would have peace. But then the plague came to our village. Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. People say they have seen an old woman with a rake at night. Mm. Every house she passes, people inside get sick. I hope she does not come to my house. Every morning, someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive. I have locked myself in the house. I got separated from my love. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food, and the dead are right outside my door. I miss him so much. Ja, da das die Frau ist, über die ich ja vorhin schon gesprochen habe, die ich gesehen habe, heißt das für mich wohl nichts Gutes und... Ah nee, hier ist noch... Nee, das ist keine Tür, das ist... Das heißt da wohl, der nächste Bosskampf steht an. Kommt die jetzt, wenn ich rausgehe? Ich hätte sonst eigentlich gedacht, dass wir da weiter müssen. Nee, aber hier draußen kann ich. Ich kann nur wieder zurück. Moment, da ist ein E. Und da drin leuchtet es. Nee, das ist aber, glaube ich, das Gleiche. Ich muss doch irgendwie hier... in einem Haus weiterkommen. Hier kann ich sonst nichts mehr machen. Ja, und nu? Das ist halt nur das Buch hier. Oder muss ich wieder zurück und dann wirklich zu der Ollen rüber? Ach, nein. Oh, ich bin so blind heute. Oh. Alter, geh da hoch. Nein, lass dich lieber töten, anstatt da hochzuspringen. Kein Thema. Oh. Konnten die sich nicht ankündigen, indem die irgendwie so Geräusche machen oder so? Ja, haha. Wenn das Spiel verbuggt ist und kein Ingame-Sound drin ist, dann ist das natürlich schlecht. Ich sehe sie da wackeln. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, kommen die auch, wenn ich schleiche? Weil die ersten kamen nicht, wenn ich schleiche. Doch, die kommen anscheinend auch, wenn ich schleiche. Ja. Ihr wollt mich doch verarschen, oder?
Ach ja, und natürlich fangen wir schon wieder von hier an. Das Problem ist, ich würde normalerweise gerne mal einen Neustart machen. Mal gucken, ob sich das dann wieder gibt hier mit dem Ton. Weil ich würde halt gerne die Gegner auch hören, bevor ich da reinrenne, so wie hier. Ich weiß aber nicht, von welchem Checkpoint aus der das dann machen würde. Ob das jetzt schon ein Checkpoint ist, wo ich jetzt immer wieder neu starte. Oder ob das dann gelöscht wird und der Checkpoint irgendwo davor genommen wird. Deswegen warte ich jetzt eigentlich mal. Oh, da bewegt sich schon wieder was. Ich weiß nicht, ob ich geradeaus. Was ist denn, wenn ich da runterspringe und durchlaufe? Dann erwischen die mich wahrscheinlich wieder, oder? Scheiß drauf, wir probieren das jetzt mal. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, äfft euch. Äfft euch. Okay. Ist jetzt beim nächsten auch wieder sowas? Ja, eine ganz komische Kameraperspektive. Aber wenn wir beobachtet werden, dürften ja eigentlich keine Gegner sein, oder? Da können wir nicht hin. Da komme ich gerade nicht hoch. Hallo? Da leuchtet es aber. So, also ich finde es halt sehr seltsam, weil gestern hat halt noch alles wunderbar funktioniert, wo ich aufgenommen habe. Und man hört ja, der Ton ist drin, aber irgendwie sämtliche Soundeffekte, die ja auf 100% stehen, sind halt nicht drin. Ich hoffe, die sind jetzt da hinten hinterm Zaun, obwohl ich schon sehr, sehr, sehr Übles vermute. Sehr Übles. Links müssen wir durch, das ist klar. Können wir hier... Oh, die stehen da so, als ob sie auf mich warten würden. Können wir auch irgendwie durch? Anscheinend nicht. Oh Gott. Das Problem ist halt, ich höre nichts. Wenn ich nicht höre, ob irgendwo was ist, dann ist das schlecht. Und jetzt höre ich nichts und sehe nichts. Das ist noch schlechter. Oh, da ist ein X. Okay. Bin ich denn jetzt? Bin ich da jetzt hoch oder nicht? Anscheinend nicht. Also die Kameraperspektive, die ist manchmal wirklich... Oh. Hier komme ich nicht weiter, ne? Ich traue mir nicht so richtig, Licht anzumachen. Weil, wie gesagt, ich höre halt eben auch nichts. Oh! Ist der da gerade runtergefallen? Echt jetzt? Das ist ja cool. Oh, das ist nicht mehr so cool. Aber der kann mich erst... Hallo, ich bin hier! Die Frage ist nur, kann ich stehen? Also aufrecht stehen oder muss ich schlafen? Oh, da hinten ist ein Loch im Boden. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, oh Gott, dass ich rechts an dem vorbei muss und auf die Dinger drauf muss, oder? Und der andere steht genau griffbereit, dass der mich auffängt. Ich schleiche erstmal. Okay, also anscheinend kann man sich aufrecht stellen. Das Problem ist halt, wie gesagt, abgesehen davon, dass ich die nicht höre. Oh! Oh! Okay. Aber jetzt habe ich doch diesen Checkpoint hier drin, oder? Ich würde es jetzt wirklich mal machen, dass ich das Spiel mal eben neu starte, in der Hoffnung, dass ich da irgendwo Ton drin habe. Was auch irgendwie seltsam ist, dass der bei mir bei der Aufnahme halt ausschlägt, aber ich halt nur gewisse Töne höre. Das ist total komisch gerade im Moment. Und ich denke mal, dass das ein Bug im Spiel ist. Ich werde mal eben neu starten.
Ah. Das hört sich doch schon besser an. Ich hoffe, dass ich die dann wenigstens auch hören kann. Weil wie gesagt, der ganze Horror ist ja weg, wenn ich keinen Ton drin habe. Okay. Hier sind wir jetzt noch in dem Bereich. Okay. Wo habe ich denn hier Licht angemacht? Hier, ne? Flupp. Da war er weg. Obwohl, ihn habe ich jetzt auch nicht gehört, komischerweise. Was mit euch? Höre ich euch? Also ich höre jetzt so ein Hintergrundgeräusch auf jeden Fall vom Spiel, aber die höre ich jetzt trotzdem irgendwie nicht. Oh, okay. Der ist auf jeden Fall... Warum war der jetzt so aggro auf mich? Ich war doch noch gar nicht unten. Kann ich den anderen vielleicht irgendwo in eine Ecke locken oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Den erstmal weg. Boah. Okay. Das hat schon mal geklappt. Da kann ich nichts machen. Kann ich hier links weiter? Ja. Kommt mir jetzt gleich irgendwas entgegengesprungen? Wenn ich da jetzt auch mit Ja antworten muss, dann kriege ich die Krise. Was haben wir denn hier? Ach, eine Kurbel. Ah, okay. Mehr nicht, ne? Okay, kann ich da... Ja, kann ich von der rechten Seite hoch? Okay, dann nehme ich mal an, dass... Hat der jetzt die Kurbel? Hat er jetzt da schon reingemacht, ne? Ah, okay. Sehr schön. Was ein bisschen komisch ist, ich höre alles nur, ich höre jetzt die Sounds irgendwie nicht mehr. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt noch weitergehen wird. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel ist. Warum der da so Probleme jetzt gerade aktuell mit dem Sound hat, aber das... Hallo? Das mit dem Neu... Der sieht aber auch aus, ne, wenn er so... Das mit dem Neustart ist schon... glaube ich, ganz gut gewesen. Oh Gott. Wo muss ich denn hin? Oh, jetzt sag mir bitte nicht, dass da irgendwo ein Loch drin ist. Oh. Okay, da. Ah, okay. Da kann ich aber nicht rüberspringen, oder? Ich gehe mal vorsichtig runter. Warum ist das hier alles so am... Ich dachte, das sind jetzt alles diese Viecher. Das sind Ratten. Alter. Extra Preis. 1 Kilo. Das ist toll. Kann man denn noch irgendwas anderes hier machen? Licht kann ich auch nicht machen. Nö. Anscheinend nicht. Alter, echt. Das ist eine Tür. Okay. Oh Gott. Oh oh. Okay, das ist noch hinterm Haus. Ich hoffe, hier steht jetzt keiner. Zumindest hinterm Haus nicht. Links kann ich rüber. Kann ich da auch rüber? Kann ich den irgendwie anloggen oder so? Okay, oder ich kann gucken. Hallöchen, Jungs und Mädels. Ja. Boah, aber langsam nervt das. Warum ist das so laut jetzt? War das ohne Ton besser? Vor allen Dingen höre ich die Gegner immer noch nicht. Moment, kleinen Moment mal eben. Ich habe es jetzt auf 80% runtergesetzt. Oh! Ich habe es auf 80% runtergesetzt und jetzt höre ich mich selber. Vielleicht höre ich jetzt auch die Gegner wieder. Mal schauen.
Will ich da rein? Ja, ich glaube, ich höre die Gegner. Ja. Höre ich die jetzt draußen oder höre ich die hier drin? Alter. Ich glaube, ich höre die draußen, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Obwohl, hier sind keine, ne? Oh, da wird das Spiel gleich wieder gruseliger, wenn ich jetzt wieder Geräusche habe. Was natürlich auch cool ist, muss man dazu sagen. Wo ich auch sehr froh drüber bin. Aber warum habe ich jetzt wieder die Musik drin? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist sehr ätzend. Dann ist die Musik wieder drin, die nicht drin sein soll. Und oh. Wo muss ich die denn hinbringen? Hier wahrscheinlich, oder? Okay, weil die Musik geht mir auch ziemlich auf die Nerven. Die wird sehr laut. Vase. Okay. Geh mal da runter. So, ich habe doch keine Ahnung. Vielleicht ist es zur Bücherverbrennung oder so. Ach so, da oben ist was zum Klettern. Ah, okay. Du bist aber hoffentlich tot, ne? Du springst jetzt hier nicht irgendwie gleich hoch. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Wieder die Kerze. Hm, schön. Ja. So aus, ob da links was wäre. Okay, da ist nichts. Da ist offenbar auch nichts. Na gut, dann haben wir hier noch ein... Ach, da hinten ist noch ein Buch. Ein Wandgemälde. Da ist sogar ein Affe oder sowas unten. Ach, nee, das sind diese Trollviecher gewesen, kann das sein? Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Bild. Na gut, dann gehen wir mal in Richtung Buch. Gucken wir hier hinten nochmal kurz, da ist nichts mehr. Ich sehe gerade, ich kann da auch so schon durch, oder? Aber wir gehen erstmal hier oben ran. Mal gucken. Es muss ja irgendwie eine Bewandtnis haben, weshalb wir da hoch können. Ja, geile Kameraperspektive. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich knall ich jetzt runter. Ach, da bin ich. Also die Perspektive, ganz ehrlich, die ist manchmal wirklich für einen Eimer. So wie jetzt, wo man dann gar nichts sieht. Also ich sehe mich nicht mehr und nix. Das ist ein bisschen blöd. Oh. Aua. Da hätte ich doch auch so rumgekonnt, oder nicht? Hä? Irgendwie sieht mir das so nach Bosskampf aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Werden auf jeden Fall nicht getriggert. Aber es ist halt wie bei Resident Evil, ne? Es sieht so aus, als ob die jetzt gleich jeden Moment aufstehen. Oh mein Gott, die haben die Dinger dran. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ich glaube, die laufen gleich auf mich zu, wenn ich hier durchgehe. Oh mein Gott, 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 lauf, lauf, lauf. Alter. Ich komme jetzt hier nicht rein, oder? Ich komme jetzt hier nicht rein. Die versperren mir jetzt hier die Tür, also den Weg, wo ich lang muss, wetten. Die hängen auf jeden Fall alle da. Können wir nicht einfach eine Fackel reinwerfen, damit die alle abbrennen oder so? Oh mein Gott. Bin mir nicht sicher, was ich hier machen soll. Das war's Falsche. Ach so. Nee. Ich kann nichts machen. Hallo? Ich kann nur zurück. Wieso kann ich nur zurück? Hallöchen. Wenn ich direkt davor stehe. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Alter! Ist das dein Ernst? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Ich wusste nicht. Ich habe irgendwie jetzt gedacht, die sehen mich nicht, wenn ich... Keine Ahnung. Och, nee. Ich hasse diesen Abschnitt jetzt schon. Ich hasse euch alle. Muss man ja erstmal wissen, was man überhaupt machen muss hier. Okay, ich muss auf jeden Fall da oben. Oh, lauf, 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 lauf. Komm, das schaffst du. Alter. Ich komm hier doch jetzt bestimmt auch durchgebrochen. Ja, das war so klar. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es wirklich nicht sagen sollen. Alter, lauf. Lauf einfach, bitte. Lauf um dein Leben, wortwörtlich. Oh. Äfft euch. Boah. Das ist doch nicht normal. Warum macht man so ein Spiel? Okay. Sag mir bitte, dass die nicht schwimmen können oder dass sie das jetzt nicht lernen oder dass jetzt hier nicht noch... Nee, ich möchte es nicht aussprechen. Egal, was ich sage, es passiert ja gerade, deswegen... Oh mein Gott. Macht mich ein bisschen kürre, hier die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Was ist das denn? Ja, wir haben meine... Ja, ich wusste es. Ich wusste es, dass die Olle jetzt kommt. Ich wusste es. Find the Pesta Wooden Figure. Ich hab's gewusst. Kommt die jetzt hier oben im Turm? Wenn wir dann so gar nicht ausweichen können. Wahrscheinlich, wa? Oh, Leute. Warum macht ihr sowas mit mir? Das ist ja noch grausiger als jedes Horrorspiel teilweise. Oh. Also es ist in dem Sinne jetzt nicht gruselig. Aber es ist nervenaufreibend, sagen wir es mal so. Oh je. Spring einfach runter, dann hast du es hinter dir. Okay.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.